Sollte es stärker werden oder ja generell immer wieder zurückkommen, sehe ich mich halt wahrscheinlich gezwungen, irgendwie noch abzubrechen, die ganze Geschichte. Hi, grüßt euch. Wie ihr seht im Hintergrund, es bahnen sich kleine Gewitterwolken an, beziehungsweise könnte vielleicht ein bisschen regnen. Trotzdem mein Zeug gepackt, möchte heute eine Übernachtung machen, einen Overnighter an meinem Lieblingsplatz. Und ganz spannend, ich habe heute das TCOP dabei, das Zelt, das Army-Zelt, allerdings ohne Rainfly. Als Tarp dient mir dann das AquaQuest, das leichte Tarp. Und diese Kombination, die wollte ich heute unbedingt probieren. Da kommt mir so ein Wetter eigentlich gar nicht ungelegen. Ich freue mich jetzt tierisch. Ist auch top, dass das Zelt so, also nur als Moskitonetz, ein bisschen Windschutz sozusagen, das Innenzelt, auch da jetzt ganz leicht in den Rucksack hineingeht, in den Halftrack. Das zeige ich euch dann nachher, wenn ich das Zeug auspacke. Ich habe jetzt erstmal ein gutes Stück zu gehen. Am Platz angekommen. Es ist wahnsinnig schwül, es ist dampfig und das Viehzeug ist brutal aggressiv. Bremsen, Mücken, alles da. Den ganzen Weg schon. Bin jetzt geschlagene 50 Minuten gelaufen. Es geht immer durch zwei Wälder. Der erste Wald, da geht es rein, geht es ein bisschen nach oben, dann über eine Wiese. Dann geht es im zweiten Wald, geht auch wieder ein bisschen nach oben, dann wieder ein bisschen nach unten und letztendlich hier in diesem Hauptstück, das ist der sehr große Wald, also es ist wirklich ein sehr großer Wald. Geht es dann nur noch bergauf. Schlaucht auch ein bisschen. Vielleicht auch mal ganz interessant, kann man sehen, wie ich das Ganze gepackt habe. Oh ja, Zeitung lesen wollte ich heute ein bisschen. Das ist meine Essensbox hier, die Klappbox. Und immer noch Essen, Essenszeugs. Mir geht es jetzt gar nicht so um die einzelnen Sachen, sondern um das Zelt. Das TCOP Army Zelt ist ja doch relativ schwer wegen dem Rainfly. Ich habe das jetzt in diesen kleinen Sack hier reingepackt. Ich habe das Rainfly weggelassen, die Heringe weggelassen und das Reparaturset habe ich weggelassen. Letztendlich habe ich dann separatiert bloß die Stange noch mit. Ungefähr, vielleicht ein Ticken schwerer, ich habe leider keine Waage für sowas zu Hause, ein Ticken schwerer als der Biwaksack. Geht schon. Darüber das leichte Tarp und sollte wetterfest sein. Es regnet tatsächlich ein kleines bisschen. Ist kaum der Rede wert. Ich sitze jetzt gerade in der Hängematte hier. Ist zwar nicht so der Idealplatz, aber zum Sitzen auf jeden Fall reicht völlig. So, nur mal vom Packmaß her. Das hier ist mein Sommerschlafsack von Lidl, den ich immer noch im Einsatz habe. Der ist ja schon klein, aber auch nicht wesentlich größer ist dann das Innenzelt von dem TCOP. Damit kann man auf jeden Fall leben. Das
dazu. Der Plan geht auf jeden Fall auf. Super Sache. Wenn ich dann keine Lust mehr auf das Mückengesumsel habe nachher, dann gehe ich mal rein. Fertig, Ende. Kann ich lesen mit Ruhe oder sonstiges machen. Einziger Denkfehler, den ich hatte, ich habe ja drei Stangen und ich habe alle drei dabei. Also die eine könnte noch weg, dann habe ich noch ein bisschen mehr Gewichtsersparnis. So muss es funktionieren. Ja, interessante Sache hier, die Kameras. Nicht verkehrt, mal da so reinzuschauen, was alles so Neues gibt. Ja, also wie ihr seht, aus dem Zelt hat man natürlich einen wahnsinnig schönen Ausblick. Das ist schon klasse. Hier aus alten Tagen der Tatanka Bowl, meine zweite Outdoor-Pfanne bzw. Kochset oder Kochtopf, Bratpfanne, egal. Ich hatte immer den Tatanka Becher, das war mein erstes, immer dabei. Und als zweites kam dann dieser dazu, schon lange her. Habe ich dann ausgesondert, weil ich verschiedene Sachen ausprobiert habe, aber jetzt habe ich mir gedacht, heute nehme ich den mal wieder mit. Ja, was gibt's bei mir Leckeres? Ganz einfach, Thüringer Bratwürstchen, die kleinen hier. Und ja, habe ich aus dem Supermarkt mitgenommen, fertig, Bratkartoffeln. Jetzt habe ich gedacht, da wäre das Öl schon drin. Pech gehabt, ist nicht so. Aber zum Glück habe ich immer ein abgepacktes Öl mit. Ja, das werde ich mir jetzt mal machen. Da ist schon Speck und Zwiebeln drin. Ich bin echt mal gespannt. Kann man gut essen. Hängematte habe ich rein. Bin gerade dabei, die Schnürchen zusammenzuholen und wieder einzupacken. Ja, und das ist nochmal die Hängematte. Echt super klein, nicht? Einfach krass. Ich liebe das Zeug. Hast du was Kleineres dabei? Spanngurte, Hängematte. Kannst du wieder was Größeres einpacken, wie zum Beispiel ein schwereres Zelt.
brutal im Moment. Hagel, hagelt. Leute, krasse Sache. Richtig Hagelkörner, halb 10 gleich. Heftig. Ich habe jetzt hier zugemacht, weil die Spritzer vom Regen und so, also vom Hagel, sind hier direkt rein. Das Gewitter war doch ein bisschen heftiger, als ich mir das gedacht hätte. Gleich geht's wieder los mit dem Gewitterchen. Das ist das zweite. Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass das nicht das einzige bleibt. Tarp ist noch nass. Das zählt eigentlich nicht. Ja, wunderbar. Gut geschlafen habe ich schon, aber nicht so richtig fest. Ja, ganz schön nass aus hier alles.
8 Uhr, 5 nach 8. Kaffee, Frühstück lasse ich aus. Ich habe keinen Hunger, ich habe keine Lust auf Kaffee. Es schaut mir so aus, als wenn es wieder anfangen würde, bald zu regnen. Und ich bin froh, dass das Zeug so einigermaßen einpacktrocken war. Also das Tarp war schon noch recht nass, mit viel Dreck drauf. Und habe sie einfach so reingestopft. Muss dann alles zu Hause nochmal aufbereitet werden, sauber gemacht, getrocknet und so weiter. Ihr kennt ja das. Ja, und darum habe ich mir gedacht, gehe ich jetzt gleich. Ich habe ja noch eine 40 Minuten Latscherei vor mir. Muss da nicht sein. Jo. War auf jeden Fall eine spannende Nacht mit dem Gewitter. Sonst, also ich glaube so ab halb zwölf, sowas in dem Dreh, war dann absolute Ruhe. Sternklare Nacht, soweit ich sehen konnte. Genau, das war's dann eigentlich. Ja, schön, dass ihr dabei wart bei meinem kleinen Abenteuer hier draußen. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.